Locker fahren wir jetzt auf den Campingplatz, denken wir sind richtig sicher, aber da sind wir einfach komplett eingezäunt, niemand sieht uns, kann hören und schreien. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir einen Platten haben. Oder ist das eben reinlaufen? Wir sind uns noch nicht ganz sicher, auf jeden Fall hat sich das Fahrgefühl ein wenig verändert. Wir sind ganz im Süden von Marokko angekommen. Ein kleines Stück südlich von der Stadt Tafaya befindet sich das Wreck of Armas, der 2008 auf Grund gelaufenen Fähre zwischen Marokko und den Kanarischen Inseln. Wir haben uns mal wieder einen schönen Schlafplatz am Atlantik gesucht und auch einen schönen Platz gefunden, bis wir dann mal wieder vom Militär weggeschickt wurden. Ich sehe keine großen Steine. Es ist nichts für meine Nerven, so spät am Abend. Kommen wir nicht hier zurück zur Straße? Ja, da kann man hochkommen wahrscheinlich. Aber ich gehe auch zum marokkanischen Militär. Kriegst deine eigene Butze zugewiesen, hast du wahrscheinlich guten Handyempfang und einen Fernseher und ein Bett. Wo ist denn die Straße? Ist die schon hier? Ja. Aus rum? Links? Ja. Das war aber voll nicht links. Achso, doch, aber ich bin rechts gefahren, ne? Ja. Okay. Voll um mich. So, wir sind Militärposten. Und ihr? Wo bleiben jetzt die anderen? Meine Fresse! Wetten, der Campingplatz kostet so 30 Millionen Dir. Ja, aber da sind wir einfach komplett eingezäunt. Niemand sieht uns. Keiner hört uns schreien. Die Soldaten verwiesen uns auf einen Campingplatz ein paar Kilometer nördlich von Tafaya. Als wir dort ankamen, waren wir etwas irritiert. Es war ein kleines bisschen gruselig, denn niemand war da. Hunde haben gebellt, es brannte kein Licht. Die Einfahrt zum Campingplatz war verweht und überall lag ein leichter Schleier von Sand. Am nächsten Morgen, in der Helligkeit betrachtet, war alles halb so schlimm und wir mussten nichts bezahlen, denn niemand war da. Wir machen jetzt die Überquerung in die Westsahara. Wie man sieht, sieht man nicht wirklich viel. Alles ziemlich karg und öde und nicht viel los. Aber wir werden jetzt weiterfahren und in knappen 50 Kilometern sollte die Westsahara beginnen. Wird, glaube ich, recht spannend, weil es keinen offiziellen Grenzübergang gibt. Wir haben hier schon viel Militär, Polizei und Militärposten. Uns wurde letzte Nacht das Wildcampen untersagt, nicht weil es sonderlich verboten ist oder weil es sie stört, sondern weil die um unsere Sicherheit besorgt seien. Uns wurde gesagt, dass hier nicht die Gefahr vor Terrorismus besteht, sondern vor Banden, die gerne mal Touristen überfallen. So, und hier in dieser Einöde möchte ich ungern überfallen werden. Ungefähr 200 Kilometer vor Dakhla haben wir beschlossen, wir wollen nicht weiter in den Süden des Landes. Dafür wollen wir ins Landesinnere, in Richtung Osten, nach Essemara, an die algerische Grenze. Oh, 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 oh
Wir haben uns für den Tag von der Gruppe getrennt und wollten Offroad die Westsahara durchqueren. Wir haben uns ein Ziel gesetzt in Essemara, wo wir uns abends alle wieder zusammen auf einem Campingplatz treffen wollten. Für den Tagestrip von etwas mehr als 300 Kilometern haben wir uns wie immer keinen Plan gemacht. Wir sind einfach drauf losgefahren, von der Straße runter und ins Gelände. Eine vermeintliche Abkürzung durch ein Dünenfeld. Irgendwie haben wir es geschafft, uns durch das große Dünenfeld zu schlängeln, an den Dünen vorbei, über kleine Dünen rüber, bis auf die weite Ebene. Dort hatten wir nur noch ein Hindernis zu überwinden, das längste Förderband der Welt. Doch auch dort haben wir einen Weg gefunden, eine kleine Unterführung unter dem Förderband durch. Wir hatten ein paar Situationen, wo wir uns festgefahren haben, nicht weiterkamen, umdrehen mussten und uns einen anderen Weg suchen mussten. Nach unserer Nacht in Essemara hatten wir das erste Mal eine feste Route, die wir fahren wollten. Wir haben uns vorgenommen, einen alten Dakar-Track zu fahren, von Essemara bis nach Assa. Strecke fast geschafft, 90 Kilometer sind das noch. Die ganze Zeit jetzt noch hier so eine blöde Schotterpiste in beide Richtungen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir einen Platten haben. Oder ist das irgendwo ein Loch? Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat sich das Fahrgefühl ein wenig verändert, aber auch nicht wirklich doll. Und der Reifen sieht ein wenig platter aus als die anderen. Und in der Zeit haben wir das Gefühl, dass wir eine Beule haben. Aber wir sind uns noch nicht sicher. Wir werden jetzt abwarten, ob da was rausgeht. Auch diesen Track sind wir wieder alleine gefahren. Vor uns lagen jetzt 370 Kilometer Piste, ohne Tankstelle, Einkaufsmöglichkeiten und jeglicher Zivilisation. Die Pisten zu verlassen war uns strengstens untersagt von den Soldaten. Erhöhte Minengefahr. In Assa, was schon wieder zu Marokko gehört, konnten wir wieder all unsere Vorräte auffüllen und tanken. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt oder den Kanal abonniert.